fremder Mensch. Was denn meinst du dich? Zur dunklen Stunden hier herum. Belaus, was wollt ihr tun? Locker und Geschäft, was kümmert's dich? Lass mich in Ruhe. Hier warten. Warten. Doch du bist hier aus dem Haus. Bist eine von den Mägden dieses Hauses. Ich muss hier warten, bis sie mich rufen. Dir da drinnen, du willst, weiß ich doch gut, der Herr ist nicht zu Haus. Und sie, was wollte sie mit dir? Ich und noch eine, der mit mir ist, wir haben einen Auftrag an die Frau. Wir sind an sie geschickt, weil wir bezeugen können, dass ihr Sohn Oreste gestorben ist vor unseren Augen, denn ihn erschlugen seine eigenen Pferde. Ich war so alt wie er und sein Gefährte bei Tag und Nacht. Muss ich dich nun sehen, schwebst du dich in meinen Traumwinkel. Freute sich zu sehr an seinem Leben. Die Götter droben vertragen nicht den allzu hellen Leben.
Thank you.
Sinnen, dass sie heute mundig bändigt. Oh, ein Hauch, ein Laut, ein Nichts, uns und das Werk hat er bekannt. Sie wartet drinnen, ihre Mächte suchen nach dir. Es ist kein Mann im Haus, Oreste. Lichter, ist niemand da zu leuchten? Rehrt sich keiner von allen diesen Schuften? Kann das Volk eine Zucht annehmen? Was ist das für ein unheimliches Feind? Ich hab verboten, dass ein unbekanntes Gesicht mir in die Nähe kommt. Entreten. Da
darf ich nicht fürchten. Nun, dich steht die Neuigkeit ja doch vor allen an. Wo find ich die fremden Männer, die das von Orest uns melden? So wirklich, dass gestorben ist. Und melden so, dass nicht zu zweifeln ist. Stimme. Und was ist denn nicht gefahren, was du nach dem Mund mir redest? Was taumelst du so hin und her mit deinem Licht? Es ist nichts anderes, als dass ich endlich gelohnt wurde und zu denen mich wollte, die gestellt gerät sind. Bis zum Heer, was tanzest du? Gib Obacht! Wirtest du, dass du nicht fällst? Warum ist hier kein Licht? Wer sind die dort? Yeah.